Wir haben uns am Wochenende Gedanken gemacht, wie man den morgendlichen Alltag so effektiv wie möglich gestalten kann. Das Problem am morgendlichen Alltag ist eigentlich, dass man nie Zeit hat. Man steht auf, putzt Zähne, frühstückt, muss dann schon meistens los. Trotz dessen möchte man Informationen wie Wetter, Schlagzeilen etc. trotzdem lesen. Dafür, dass man dafür nicht mehr extra auf sein Smartphone blicken muss, haben wir uns gedacht, warum hätten wir das nicht einfach in dem Spiegel im Badezimmer oder im Spiegel im eigenen Zimmer? Und deshalb haben wir einen Spiegel entwickelt, der das Wetter und die Uhrzeit und empfohlene Kleidung für den heutigen Tag anzeigt. Das Ganze, der Spiegel, der zeigt an, das Wetter natürlich, das ganze Wetter, da gibt es auch noch die Anpassungen für die, was man anziehen könnte. Das Ganze ist Ich unterbreche noch ungern, aber wenn du direkt ins Mikrofon sprichst, hören wir dich alle. Dankeschön. Die Kleidung ist angepasst auf das aktuelle Wetter und auch auf die Bedürfnisse des Nutzers. Das kann er alles einstellen, was er jetzt gerade gerne anziehen möchte. Und die aktuelle Zeit wird auch in JavaScript wiedergegeben, heißt, die ist richtig in richtiger Zeit und abgestimmt auf dem Display wiedergegeben, genauso auch das Datum. Das Ganze wird über einen LED-Bildschirm, der eine Spiegelfolie über sich hat, realisiert. Das heißt, das weiße Licht von unten kommt durch und das schwarze Licht wird wiedergespiegelt, was das gute Wetterfenster leider nicht hinbekommen hat. Es wird um ein Raspberry Pi gesteuert, ein 30-Euro-PC, der die Daten davon abruft, über einen WLAN-Adapter, der sich mit dem WLAN verbindet, von dem Haus oder unterwegs vom Telefon. Und der ruft eine Website ab, über die René euch mehr erzählt. Die Webseite läuft über PHP, JavaScript und HTML natürlich und zeigt einfach die ganzen eben genannten Daten an und aktualisiert das Wetter alle 120 Sekunden, also 2 Minuten neu. Und ja, das Ganze wird auch über Schnittstellen, sogenannte APIs, geregelt und da haben wir bestimmt 5 verschiedene verwendet, unter anderem die Open Weather Map. Jetzt möchten wir das Ganze nochmal demonstrieren, nachdem wir unsere Zukunftspläne für das Projekt. Man kann das gleiche auch in größere Spiegel, wie zum Beispiel im Badezimmer, implementieren. Man kann auch eine Gesichtsidentifikation von den Leuten machen, die in der Familie sind, dass jeder seine eigenen Kleidungsempfehlungen angezeigt bekommt. Da kann er einstellen, bei welchem Wetter er was anziehen möchte. Und man kann auch zum Beispiel Nachrichten direkt dort darstellen und Termine anzeigen, Wetterkarten anzeigen und auch im Spiegel direkte Make-up-Tutorials anzeigen. Und es sind keine Grenzen gesetzt, man kann theoretisch alles auf dem Spiegel anzeigen, was auch ein normaler Bildschirm darstellen kann. Und wir versuchen gerade noch, den zum Laufen zu bringen, weil wir haben den bisher nur im WLAN-Jugendhaus angemeldet. Das WLAN sollte ja eigentlich wieder funktionieren, wurde mir gerade aus der Regie gesagt. Also schaffen wir das noch? Ich kann mal vorsichtig einen Blick drauf werfen. Eine Fehlermeldung, das ist die Zukunft, verehrte Damen und Herren. Mein Spieler zeigt mir eine Fehlermeldung, mein Spiegel. Wir werden versuchen, ins WLAN reinzukommen und dann später nochmal 10 Sekunden den Spiegel hier zu zeigen. Kann man sich dann vielleicht auch später noch angucken.